Lieber Bruder Klaus-Peter, lieber Bruder Gaitan, liebe Gemeinde, liebes Missionswerk, liebe Gäste, herzlichen Dank für das Willkommen. Ich habe noch mal in meine Aufzeichnung nachgeschaut. Ich bin vor 27 Jahren hier in Altensteig gewesen und habe hier auch gestanden, habe aber den Gottesdienstraum nicht so schnell gefunden, weil es damals noch keine Navigation gab. Man muss wirklich Charismatiker sein, um in eurem Zentrum sich zurechtzufinden. Ohne Geistesleitung gelingt das nicht. Also das ist wirklich, also wer meint, er hat räumlich ein gutes Verständnis, wird hier auf die Probe gestellt. Aber ich fühle mich vor allem auch das Suchen der Toiletten, so viel Kommunikation, wie Leute gefragt haben, wo sind die Toiletten, habe ich noch in keinem Zentrum gefunden. Das ist auch gewollt, dass man ins Gespräch kommt. Nicht? Also, ich bin sehr beeindruckt von der Vielfalt eures Werkes, das, was Gott über Jahre und Jahrzehnte geschenkt hat. Ich danke den Brüdern, den Schwestern, den Verantwortlichen. Und ich habe in meinem Herzen auf diesen Sonntag für mich einiges bewegt und gefragt, was ist eigentlich das Grundsätzliche? Was ist eigentlich die DNA unseres Glaubens, unseres Lebens, unserer Christusnachfolge. Und bevor ich mit uns einen Text lese, möchte ich auch zum Ausdruck bringen, ihr kennt mich nicht und das ist mein Vorteil. Ich kann predigen heute Morgen, was ich will. Was für ein Segen. Und ich segne euch mit der Gnade der Vergesslichkeit. Vergesst das, was und behaltet das Gute dann. Ich bin jemand, der Leistung mag. Und ich bin sicherlich auch keiner, der nicht etwas geleistet hat. Ich achte und respektiere Statussymbole, inklusiv der schwäbischen Kehrwoche. Ich habe eine Schwiegertochter nicht weit hier von Baiersbronn und tröste dich, ich muss auch im Himmel noch dazulernen vom Bänkle und ich weiß nicht was alles. Ja, so ist es, aber es wird schon möglich. Ich bin für Gesundheit, ich bin für ausgewogene Ernährung, ich bin für Bewegung, ich bin für Wellness, ich bin für Urlaub, ich bin für Schönheit, ich bin zu 51% für die Frauen, zu 49% für die Männer. Ja, so muss das auch sein und umgekehrt hoffe ich, dass die Frauen noch zu 51% für die Männer sind und Amen, jawohl, da scheint jemand angekommen zu sein. Aber dein Mann in seiner nonverbalen Körperhaltung stimmt ihm nicht so zu. Er sitzt so. Gut, wir werden ihn noch in die Freiheit führen. Amen. Ich bin für Lachen und für Weinen, für Mineralwasser und für Öxle, für ein halbes Hähnchen und für Steak. Ich bin für die Länder der Erde und ich mag Menschen, auch wenn ich manchmal vom Gegenteil überzeugt bin. Ich will einfach zum Ausdruck bringen, dass ich weder Menschen noch lebensfeindlich noch leistungsfeindlich bin, aber es gibt eine Grundwahrheit, die möchte ich mit uns teilen. Und dazu einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, die ersten 5 Verse. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte in Altensteig? Also man muss ja schon Jünger sein im Himmelreich. Also immer wenn ich das wieder auf mich wirken lasse, liebe Gemeinde, liebe Gäste, dann kriege ich so eine Gänsehaut. Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist doch der Größte im Himmelreich. Und wenn ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.
Albert Schweitzer etwa Luftlinie entfernt, 150 Kilometer im Raum Elsass, in Straßburg, in Colmar. Wenn ich mich recht erinnere, hat im Frühjahr 1913 einmal gepredigt und hat dort eine Grundfrage in seiner Botschaft gestellt: Was ist das große Geheimnis, als unverbrauchter Mensch durchs Leben zu gehen? Und ihr Lieben, wenn ich mich daran erinnere, als ich vor vielen Jahren hier war, war ich noch kein grauer Esel. Ich hatte immer schon einen gepflegten Wohlstandsbauch und zu dem stehe ich auch. In meinem Kopf, in meinem Herzen waren ganz viele Gedanken. Aber das Leben will uns verbrauchen. Diesen Prozess können wir nicht aufhalten. Und besonders, wenn Menschen sich auf diese drei Säulen ihr Lebenskonzept gründen, auf die Liebe, auf die Arbeit und auf die Statussymbole, erlebt irgendwann irgendjemand in seinem Leben Risse. Die Liebe wird in Frage gestellt. Irgendwann ist die Arbeit begrenzt und unsere Regierung hat jetzt beschlossen, mit 63 nach 45 Jahren, und das ist recht so, dass Männer und Frauen ihre Lebensleistung genießen dürfen. Und irgendwie wird es uns auch gelingen müssen, nach innen eine Umverteilung vorzunehmen, dass die späteren Generationen diesen politischen Entschluss nicht doppelt bezahlen müssen. Und irgendwann verändern sich auch alle Statussymbole. Worauf gründen wir unser Leben? Das Leben will uns verbrauchen. Was ist das Größte? Geschwister, Gäste, Freunde, Gemeinde, das Größte ist, Kind Gottes zu sein. Ich darf fünffacher Vater sein. Und ich muss euch sagen, wenn ich emotional mich erinnere an die glücklichsten Augenblicke meines Lebens, dann war es nicht, als ich mein Diplom in der Hand hatte. Das war nicht, als ich mein Examen bekam für eine Berufsausbildung. Das war nicht, als ich mit studienbegleiteten Lehrgängen und Ausbildungswegen, sei in der Heilpädagogik oder Sozialpsychiatrie, fertig war. Das war nicht, als ich ein Zweifamilienhaus in Besitz nehmen konnte. Das war nicht, als ich 48-jährig das erste Mal ein neues Auto hatte. Übrigens muss ich euch bekennen, Fußball und Auto interessiert mich nicht. Ich bin völlig atypisch. Oder du kannst es wissen, ich bin erlöst. Eins von beiden. Vor längerer Zeit war ich in der Schweiz und habe rückwärts parkiert und habe einen Briefkasten dabei geöffnet, der da irgendwo im Gelände stand. Und egal, wo ich war, vielleicht, ich übertrage das jetzt mal auf den Mädelparkplatz, ich hatte noch nie so viel Kommunikation wie mit Männern wie damals. Immer sprachen sie mich an, sie haben eine Beule. Dann habe ich mich angeschaut. Man sagt schon manches zu mir, aber dass ich eine Beule habe, das hat man noch nie. Ach so, die meinten die Delle am Kofferdeckel, am Kofferraum. Ich kann euch sagen, der geistliche Erlösungstest ist heute Morgen. Lasst die Kinder aus eurem Gottesdienst auf den Parkplatz gehen und bei Papa und Großvater einen Kratzer auf dem Auto machen. Und ich kann euch sagen, ihr habt einen charismatischen Gottesdienst, da kommen so viele Brüder in Bewegung, wie sie jetzt noch nicht wach sind. Und ich darf auch in vielen Haushalten zu Gast sein. Dann lobe ich das Essen der Frau. Und ich höre fast immer: Bruder Roman, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, dann wäre das Menü noch ganz anders ausgefallen. Also ich sag euch, ihr könnt von Glück reden, dass dein Mann dich geheiratet hat bei dieser Einstellung. Wir definieren uns immer über Leistung und über Statussymbole. Und die Männer um Christus stellen diese Frage, welch eine Hybris, wer ist der Größte? Die glücklichsten Momente meines Lebens war, als ich Vater wurde.
Ich kann euch sagen, das wisst ihr Mütter gar nicht, was Väter erleben. Gaitan, zweite Runde. Und die Zahl 5 ist die Zahl der Gnade. Gott segne dich. Amen. Und ohne Wenn und Aber. Es waren herrliche Augenblicke in meinem Leben. Ich hätte gerne noch, wie auch immer. Aber Gott hat gesagt, da die Männer so leidenscheu sind, wenn du jetzt die nächsten Kinder kriegen würdest, dann würde ich deinen Wunsch erfüllen. Ob ich dann im Finale so glücklich wäre, das wage ich dann zu bezweifeln. Aber es war ein glücklicher Augenblick. Übertrifft alles andere. Wir haben die Persönlichkeiten gesehen, die einen missionarischen Ruf leben. Für 19 Länder, sagte Schwester Ursula. Hier sind Gottes Kinder in Altensteig, die diesen Ruf auch leben. Für ihren Wohnort, für ihre Familie, für diese Region. Unsere Grundsehnsucht ist, dass aus Menschenkinder Gotteskinder werden. Amen. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Ob ich in Nagold lebe, in Altensteig, ob ich in Ostfriesland oder auf der Schwäbischen Alb zu Hause bin, ob ich im Swasiland nach Algerien gehe oder Äthiopien, das ist sekundär. Gottes Liebesabsicht ist es, der Schöpfer will seine Geschöpfe als Gotteskinder wiedersehen in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Deswegen ist der missionarische Auftrag das Größte, dass Menschen zu Gotteskinder werden. Das Größte meines Lebens ist, dass ich Gottes Kind bin. Ich bin 12-jährig aus einer sehr zerrütteten Familie vom Hintergrund her. Wir sind 3 Brüder. Jeder hat einen anderen Vater. Meinen Vater kenne ich bis heute nicht. Es war mir nie wichtig. Obwohl ich auch später in der Ausbildung meine Analyse und andere Dinge gemacht habe, es war mir nie wichtig. 12-jährig bin ich in eine Hinterhofgemeinde gekommen, einer traditionellen Pfingstgemeinde, zu 70% aus Heimatvertriebenen. So etwas wie die Einladung zum Essen heute war damals auch schon Tradition. Und dann gab es immer Streuselkuchen, dazu den roten Tee, den brauchtest du auch, sonst wärst du erstickt. Die Glaubensteste kommen immer. Aber es war Gemeinschaft. Jetzt haben wir eine kleine Chorgruppe, Vorläufer von Lobpreis. Da gab es Schwester Rösnick, 1,58 groß, breit, Länge, Höhe, Tiefe. Hatte vor sich immer eine Mandoline, sah aus wie im 5. Monat schwanger. Die hatte ihren Heiland lieb, zutiefst lieb und sprach immer von ihm, Jesus ist mein Blutsbräutigam. Dann schüttelte es mich. Wurde ich doch gelehrt, man darf nicht etwas Ersticktes essen und Blutwurst. Und sie sprach immer vom Blutsbräutigam. Wie sollst du das als 13-, 14-Jähriger kapieren? Und dann wurde gesagt, die erste Schwester wurde ausgeschlossen, weil sie in Hosen in den Chor kam. Man singt nicht in Hosen. Da habe ich gedacht, komisch. Und irgendwo hatte ich dieses gepflegte Vorurteil gehört, damit habe ich gestern aufgeräumt. Pro Tag redet Mann und Frau 16.000 Worte. Sagt die Sprachwissenschaft. Und ich habe gefragt, wie viele Worte der Gnade sprechen wir? Und da habe ich immer gedacht, naja, die Frau hat eine Kniekehle, die hat noch eine Kehle und vielleicht soll sie deswegen nicht in Hosen singen. Aber es waren ganz wichtige, heilsentscheidende Fragen. Viele der Jüngeren, die hier sind, der Generation mit euren Frisuren, wäret ihr zu meiner Zeit vor 55 Jahren nicht in den Himmel gekommen? Die Genickbremse oder Halleluja-Knoten war angesagt. Ja, ich bin herrlich sozialisiert. In der Woche trugen die Schwestern grau, am Sonntag blau. Es war schon fantastisch. Die Gemeinde wollte keinen Pastor, hatten 3 Älteste, die waren nur alt. Und jeder predigte nach dem Wort des Apostel Paulus, der eine hieß Bruder Schlachter. Hatte mal eine Kehlkopfentzündung, hatte solche hohe Stimme. Da brauchtest du Veredelung im Ohr, um das auszuhalten. Und er kam, Bruder Bender, kam von den Gnadauern und hatte keine Gnade. Und Bruder Dehn, egal welcher Evangelist kam, früher waren die Evangelisten noch klasse, die hatten Charisma. Vielleicht habt ihr auch noch solche. Wenn der
Evangelist von der Hölle predigte, dann rochst du den Schwefel, sage ich dir. Und wenn der vom Himmel predigte, dann sahst du die Engel singen und tanzen. Und bei jeder Rühreiergeschichte, früher gab es immer so ein Finale, weißt du, das wurde so zugespitzt und dann musstest du dich bekehren. Du hattest wenigstens für 90 Minuten keine Chance, dem zu entgehen. Und Bruder Bender war immer so voller Weichheit. Und die Ältesten lebten und predigten nach dem Wort des Apostel Paulus, ein jeder habe gegen den anderen etwas. Und ich kann euch sagen, bevor das Modewort charismatisch auf den frommen Markt kam, war ich schon so in einer bewegten Gemeinde. 12-jährig. 5-mal die Woche. Im Alter von 12 bis 16,5, bis ich dann meine Stadt verlassen habe, Süderstraße 86. Vor gut 5 Jahren, ich mache immer regelmäßig Familientreffen, mache mit meinen Enkelkindern Europareisen, dies, das und jenes, um die Familie auch ein Stück weit, auch in der Kultur weiter zu pflegen, vor allem nach dem Heimgang meiner Frau vor 9 Jahren. Und dann habe ich goldene Hochzeit mit Jesus gefeiert, in der Süderstraße 86. Und ich sage euch, obwohl die Gemeinde, die war herrlich durcheinander, wunderbar geprägt, göttlich war die, faszinierend. 5-mal die Woche bin ich marschiert. Mittwoch Bibelstunde, Freitag Gebetsstunde, Sonntag 9.30 Uhr, einige nicken, ne? Kennst das alles, hä? Aber du hast auch nicht einen Halleluja-Knoten, du bist emanzipiert, Amen. Jawohl. 9.30 Uhr Heilungsgottesdienst, 11 Uhr Sonntagsschule, 17 Uhr Evangelisation. Ich habe durchgerechnet, in 4,5 Jahren mit Sonderveranstaltung habe ich etwa 1154 Gottesdienste besucht. 4 Kilometer hin, 4 Kilometer zurück. In der Gemeinde konnte ich lachen, konnte ich weinen. 14-jährig, Christus zentral erlebt durch einen besonderen Mann der Evangelisation, Hermann Dittert, vielleicht kennen ihn einige, ein Mann, der in Königsberg einer der ersten Pastoren war. Das Grab von seiner Frau und von ihm liegt neben dem Grab meiner Frau und der Schwiegermutter bei mir in Norden-Norddeich. Und ich spüre noch seine Hand, 14-jährig, und ich übergab mein Leben Christus. 16-jährig wurde ich getauft, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich sage euch, das Größte meines Lebens ist nicht, dass ich geliebt wurde von meiner Frau. Das Größte meines Lebens, bei aller Dankbarkeit, sind nicht meine Kinder. Und ich weiß, was ich sage. Das Größte meines Lebens ist nicht, dass ich einer Bewegung gedient habe in verschiedenen Ämtern. Das Größte meines Lebens ist nicht, dass ich 18 Projekte durchsaniert habe mit hohen finanziellen Belastungen. Das Größte meines Lebens ist nicht, dass ich noch relativ gesund sein darf. Das Größte meines Lebens ist ein Stück weit meine Enkelkinder, aber das Allergrößte ist, dass ich Gottes Kind bin. Und liebes Herz, in eine Richtung möchte ich das den Missionarinnen sagen mit ihren Familien. Dient eurer Berufung und nicht eurer Leistung, dass Menschen Gotteskinder werden. Und liebe Frau, die du grau geworden bist, weil du denkst, du genügst dem nicht, erneuere wieder deine Gotteskindschaft. Und lieber Mann, hör endlich auf, dich über Statussymbole zu definieren. Verschenk mit warmen Händen, wenn du über 60 gekommen bist, deine Lebensleistung und beginne, dich aus dem Leben herauszubeten. Jesus sagt, wer und was ist das Größte auf Erden und im Himmel? Kind Gottes sein. Und was wir brauchen, sind Männer und Frauen, die diese DNA in sich verkörpern. Kind Gottes sein, diese Unschuld haben. Das Leben will uns verbrauchen. Ich bin oft deprimiert, wirklich deprimiert. Aber dann kann ich im Glauben das wieder wegbeten. Wie fromme Leute so grau geworden sind, eng geworden sind, dogmatisch, orthodox, übertrieben. Wie die Gesunden den Kranken immer sagen können, wie sie glauben müssen, damit sie gesund werden. Wie man Fieber messen kann, das weiß ich. Aber wie man Glauben messen kann, das weiß ich nicht.
und ich brauche keinen frommen Nachhilfeunterricht. Spürt ihr meine innere Empörung? Geistliche Nachhilfe. Ich weiß, bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber ich weiß auch, dass manches unmöglich im Leben bleibt. Und ich habe manchem dogmatischen Superfrommen schon gesagt, wenn du so weiter die Kranken, auch die seelisch Kranken, tyrannisierst, dann bete ich für dich, dass du Krebs bekommst und deinen Glauben an dir selbst testen kannst. Ich weiß, dass man darüber Gänsehaut bekommt, aber in meiner Bibel steht, in der Seligpreisung mit Barmherzigkeit im Leben unterwegs zu sein. Und wisst ihr, warum ich so predige? Das Gotteskind in uns kann nie krank werden, nie behindert sein, nie sterben. Das hat eine ewige Zukunft. Das Beste kommt noch. Kind Gottes sein, auf Erden und in der Herrlichkeit. Ja, danke. Kinder. In meinem Büro habe ich einen Hühnerschrank. Ich werde euch das ganze Geheimnis nicht outen. Ich bekomme aus der ganzen Welt Post. Vater Roman, hast du noch den Hühnerschrank? In der Nacht legen meine Hühner, ich habe zwei Hühner, die könnt ihr sehen, ihre Eier. Ich habe ungefähr durchgerechnet, etwa 13.000 Eier sind in meinem Hühnerschrank, in meinem Büro schon gelegt worden. Und ich erzähle dann und lasse die Kinder dann kommen, Asylkinder, Menschen mit Migrantenhintergrund, Reha-Vorsorgekinder, unsere Kita, viele andere mehr. Tausende von Kindern sind durch mein Büro schon gegangen. Organisiert um 15 Uhr ist Zeit für den Hühnerschrank. Und dann erlebe ich immer so drei Gruppen von Kids, die ganz kleinen, so bis 5 Jahre. Oh, wo ist der Hühnerschrank? Die etwas schon größeren, bisschen lachen, kichern, schubsen, um den besten Platz zu kriegen, so bis 8, 9. Und die in der Vorpubertät, so 10 bis 13. Der spinnt ja. Hühnerschrank. Und dann erzähle ich ihnen, da sind die Hühner auf dem Bild von Chagall, so ein Kunstdruck. Da auf der See, Möwe. Da auf das Bild von Vietnam, spielende Drachenkinder. Da oben auf meinem Aktenschrank, hier auf dem Schreibtisch. Da auf dem PC. Dann gucken sie und dann reiße ich meinen Hühnerschrank auf und dann sehen sie, welche Eier über Nacht gelegt worden sind. Und dann, das habe ich erlebt, vor gut einem Jahr gehen alle Kinder raus und dann bleibt so ein kleiner 5-Jähriger da stehen, 5 Jahre, schaut mich an und sagt aus der Tiefe seiner Seele, du bist ein freier Bauer. Überlegt mal. Hat der gewusst, dass ich mal 2 Semester Landwirtschaft studiert habe in jungen Jahren? Aber dann fehlte mir der Glaube an eine Bäuerin. Und dann habe ich umgesattelt. Schwester, Bruder, du bist eine Hühnerbaronin. Amen. Bruder, du bist ein Hühnerbaron. Du bist eine freie Bäuerin, ein freier Bauer. Beginn wieder zu leben, wieder zu atmen, wie ein Kind. Nicht kindisch, aber voller Vertrauen. Nach so einem Gottesdienst wie heute geht die Susi 9 Jahre mit der Oma nach Hause. Oma ist nur am Meckern. Diese vielen Missionare da kosten nur unser Geld. Dann immer dieses Betteln um Kollekte. Dann dieser komische Prediger aus Ostfriesland da, nicht ernst genug. Das war ein lächerlicher Gottesdienst. Aber ich sage dir, wenn du im Gottesdienst nicht mal was zu lachen hast, war es kein guter Gottesdienst. Das sage ich euch. Wo willst du dich heute regenerieren? Bei der Fußballweltmeisterschaft? Nein, danke. Da fahre ich über die Autobahn nach Hause und habe keinen Verkehrsstau mehr. Wo wollen wir uns regenerieren, wenn nicht im Hause Gottes? Bitte nicht noch mehr Druck, nicht noch mehr Leistung. Nein, nein, sondern Herzenskultur, wo wir beginnen können, neu durchzuatmen. Oma ist nur am Meckern. Daraufhin sagt die kleine Susanne 9-jährig, Oma, aber für 1 Euro, den du gegeben hast, kannst du auch kein besseres Programm erwarten.
Ist das nicht so? Was die Gemeinde Jesu Christi alles bietet, das ist phänomenal, wirklich. Von Konzerten über Kunst, von neue Welten und andere Länder. Ich finde, was wir für einen Reichtum haben in der Gemeinde Jesu Christi, das schließt alle Kirchen und Freikirchen ein, ist phänomenal. Dafür musst du woanders 40 Euro mehr bezahlen und dir die besten Karten ergattern, um einen guten Platz zu haben. Das ist wirklich so, für einen Euro. Dann kommt der kleine Felix nach Hause, beim Mittagstisch wird er gefragt, na, wie war es in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst oder in der Kinderarche, so wie das hier auch angeboten wird. Oh, sagt er, das war klasse. David hat Goliath mit der Waschmaschine erschlagen. Hä? Mit der Waschmaschine? Wie kommt denn das? Naja, sagt er, mit einer Schleuder. Mama hat sich Gäste eingeladen, der berühmte Geburtstag. Warum muss das, liebe Frau, immer der größte Stresstag für dich sein? Geh doch mit allen zum McDoof und das Thema ist erledigt. Aber Mama hat sich viele Gäste eingeladen. Die kleine Rebecca soll aber beten, ist 7 Jahre alt. Wisst ihr, so ein bisschen so, naja, wie das so ist. Und Rebecca sagt vor all den Gästen und der eigenen Familie, Mama, was soll ich denn beten? Bete doch das, was du gehört hast. Und Rebecca faltet die Hände, schließt die Augen. Lieber Gott, warum habe ich mir nur so viele Gäste eingeladen? Warum habe ich mir das angetan? Werden wie ein Kind. Schwester, Brüder, das Größte im Leben ist nicht die Frage, ob ich groß bin auf Erden oder ob ich einen großen Platz im Himmel habe, sondern dass ich Kind Gottes bin. Amen. Und schaut mal, erlaubt es mir, diese Korrespondenzstelle zu erwähnen aus Römer Kapitel 8, die Verse 14, ab 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, die euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Ich sage das nicht arrogant, aber Schwestern, Brüder, ich habe immer gewusst, das Leben habe ich nicht von meinen Eltern, sondern von Gott. Ich bin Sohn eines unbekannten Vaters und Sohn einer mir vertrauten Mutter, aber mein Leben habe ich von Gott. Und wisst ihr, warum Jesus auch diese Schlüsselantwort so gibt in Matthäus Kapitel 18? Und das wissen alle, die seelsorgerlich und therapeutisch unterwegs sind, in welchen Werken und in welcher Professionalität auch immer. Unsere Kindheit begleitet uns bis ans Lebensende. Mit all dem Schönen, wenn du gut in eine Familie hineingeboren wurdest, bist du doppelt beschenkt für dein Leben. Und dann gibt es andere, die sind im wahrsten Sinn des Wortes mit Schmerzen ins Leben hineingeboren. Und diese Verwundungen begleiten einen ein ganzes Leben hindurch. Und es gibt nur einen Weg der Heilung, den kindlichen Geist von Gott neu zu empfangen. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gott will dich aus dem Geist der Knechtschaft, der Lebenslügen, auch als Christ endlich befreien. Vielleicht beginnt es heute Morgen noch einmal für ganz wenige Persönlichkeiten in unserem Gottesdienst. Wie viele Lebenslügen gibt es? Ich wurde nicht geliebt und ich wurde nicht gewollt und ich sollte abgetrieben werden und ich bin Adoptiv- und Pflegekind und meine Mama und mein Papa ist so früh gestorben und ich bin groß geworden in einer Patchwork-Familie und tausend Dinge. Das rede ich alles nicht klein. Aber ich sage dir, wenn der Geist Gottes Raum bekommt, dann werden die Verwundungen heil und du wirst aus dem Geist der Knechtschaft befreit und du wirst ganz neu beten können. Abba, lieber Vater. Entschuldigt, ich habe das in der Missionssitzung Freitag und Samstag schon gesagt. In jungen Jahren habe ich immer gedacht, Lautstärke ist Salbung, also Entschuldigung. Aber der Lobpreis war auch nicht so leise, also sei tolerant.
Ich sitze ja immer in diesen dröhnenden Dingern da gegenüber. Deswegen habe ich immer so einen niedrigen Blutdruck. Also das ist optimal. Einmal die Woche hier irgendwo sitzen, dann ist der Blutdruck ganz gut reguliert. Also dann läuft es von alleine. Ihr Lieben, weg mit diesen Lebenslügen. Das Größte ist, Kind Gottes zu sein. Abba, lieber Vater, sagen zu können. Die ganzen Prägungen, Verletzungen lösen sich auf. Ich habe in jungen Jahren, und ich kann das belegen, ihr kennt mich nicht, es ist nicht überzeichnet, ein Internat aufgebaut für geistig behinderte Persönlichkeiten in Norddeutschland. Parallel noch zu einer Ausbildung, zu einem Studium in der Heilpädagogik, zu meinem Grundberuf in der Krankenpflege, im Rahmen der inneren Mission. Wir haben begonnen mit 10, 12, 17 heranwachsenden Kindern im Alter von 14 bis zu jungen Erwachsenen. Am Ende hatten wir 90 behinderte Persönlichkeiten, die landesweit in diesem Internat ein Zuhause bekommen haben. Dann nahmen wir einen Klaus Dieter auf. Ich weiß es noch wie heute. Und ungefähr nach 2, 3 Monaten irgendwie, wir waren in einer Sitzung, hören wir mit einmal Fensterscheiben, dass die kaputt gehen. Wumm, wumm, klär. 3, 4 Fensterscheiben, meine ich. Klaus Dieter hat die eingeworfen. Na gut, dann saßen wir zusammen, ich sage jetzt mal so ein bisschen überzeichnet, dann saß im Konferenzraum 300.000 Euro zusammen. So war unser Team. Und dann haben wir uns kluge Gedanken gemacht, warum Klaus Dieter jetzt die Fensterscheiben einschlug. Dann haben wir mit ihm ein bisschen gesprochen, er hat schuldbewusst im Kopf genickt. Und dann hatten wir wieder ein gutes halbes Jahr Ruhe. Dann hörten wir wieder mit einmal die Doppeltanzahl von Fensterscheiben, Klaus Dieter wieder, aber volle Kanne, wumm, wumm, wumm. Dann saß mit einmal 700.000 Euro zusammen, da kam noch eine Psychologin und noch 2, 3 Supervisoren und was auch immer. Haben wir wieder hin und her diskutiert. Warum, wieso, weshalb macht er das? Welche pädagogischen Maßnahmen müssen wir ergreifen? Wie kann sein Unrechtsbewusstsein geschärft werden? Und so weiter und so fort. Also haben wir wieder eine Agenda gemacht. Klaus Dieter wieder. Wieder ein halbes Jahr. Wieder wumm, wumm, wumm. Und wir hatten einen Arbeitstherapeuten, Vornamen Heinrich. Das war so ein Typ mit gehemmter Aggression. Das sind so Leute, die haben so eine Ladehemmung. Aber wenn die dann geküsst werden von der Situation und der hatte die Sicherung nicht eingeschaltet und knallte dem Klaus Dieter eine. So, jetzt saßen 1,5 Millionen Euro am Tisch. Der Anstaltsdirektor, der Psychiater, Psychologe und so weiter. Nun hatten wir doppeltes Problem. Abmahnung, Personalakte, mit den Eltern reumütig sprechen, andere Sachen. 1,5 Millionen. Und irgendwann nach einem halben Jahr kommt irgendwie jemand, ihr kennt das so, man hat so ein Bauchgefühl, jetzt müsste was passieren und es passiert nicht. Kennt ihr das? So nach einer gewissen Traumata-Geschichte. Die Fenster blieben heil. Und dann haben wir uns endlich, das war damals noch nicht so populär, man nennt das heute Familienaufstellung und andere Dinge, haben wir uns mit der Kindheit befasst. Und Klaus Dieter, das sage ich nicht, anklagen gegenüber Vater, aber sein Vater hat ihn ständig hier und da geschlagen, immer eine Kopfnuss gegeben. Du bist dumm, du bist blöd, ich will mehrere kräftige Worte gar nicht nutzen, weil er eben behindert war. Schwestern, Brüder, auch das behinderte Kind ist von Gott gewollt und geliebt. Auch der seelisch Kranke, der keine Hornhaut über die Seele hat, ist zu schützen. Und nicht frei zu beten. Und bevor man von Dämonen spricht, sollte man wirklich erst die Gabe der Geistesunterscheidung haben. Bitte auf dem Teppich bleiben. Manche versteigen sich zu einer Größe und können das Wort Psyche noch nicht mal richtig schreiben. Und dann kommen wir drauf. Klaus Dieter kam in unser Haus und wir waren alle so lieb. So freundlich. Das war er doch gar nicht gewöhnt. Der war innerlich in seinem Koordinatensystem, er konnte das nicht verbalisieren. Er war durcheinander, versteht ihr? Der hat gedacht, warum sind die alle so nett zu mir? Ich bin doch die doofe Nuss von Geburt an. Ich bin gar nicht angekommen. Warum sagt mir keiner harte Worte?
Warum haben Sie noch für alles Verständnis bis zu diesem 1,5 Millionen Konferenztisch? Und als der gehemmte Arbeitstherapeut ihn willkommen geheißen hat, bitte nicht nachmachen, also es gibt auch andere Möglichkeiten, da war er angekommen. Versteht ihr? Wir sind manchmal schon so an Schläge, so an dunkle Dinge gewöhnt, dass wir nur noch einen Tunnelblick haben und gar nicht wissen, wir haben einen kindlichen Geist. In meiner Gemeinde am Ort Norden-Norddeich, wo wir auch ein Werk haben, wie ihr auch eure Adresse habt, mit vielen verschiedenen Arbeitszweigen, das ist nicht das Thema. Man hat mir aber gesagt, ich darf bis zum Kaffee predigen, also von daher entspannt euch, lehnt euch gut zurück. Wir haben über 5.500 Asylanten aufgenommen über die 20 Jahre und jetzt immer noch eine Aufgabe mit Jugendlichen, die über Lampedusa zu uns kommen und vieles andere mehr. Und dann saß hinten im Gottesdienstraum ein junges Mädchen aus Vietnam, 16 Jahre alt. Sie konnte nicht unsere Sprache. Es gab auch keine Übersetzung für sie. Sie kam einfach in den Gottesdienst, alleine. Familie war auch da. Die Tui heißt lieblich, Anmut. In jedem Gottesdienst war sie. Und ich predigte. Wir hatten unsere Liturgie, wie ihr das auch kennt. Und ein paar Monate später bekam sie Diagnose Gehirntumor. Ich mache es kurz. Und dann kam Tui in die MHH nach Hannover, in eine der besten Kliniken, die wir deutschlandsweit haben, inoperabel. Dann ging es zum Sterben hin. Und dann habe ich sie noch 2 Tage vor ihrem Heimgang besucht. In der Klinik. Die Ärzte hatten das Narkosemittel, das Schmerzmittel runtergesetzt. Ein wenig Deutsch konnte sie ganz minimal. Dann habe ich Offenbarung 21 vorgelesen. Sie konnte nicht mehr sprechen. Sie lag dort wunderschön auf ihrem Sterbebett, in ihrem Sterbebett. Und dann habe ich sie gefragt und gesagt, wenn du kannst, die linke Seite war gelähmt, drücke mit der rechten Hand meine Hand. Und dann habe ich sie gefragt, weißt du, dass du zu Jesus gehst? Dann drückte sie meine Hand. Und weißt du, ich weiß noch wie heute, dass du Kind Gottes bist? Drückte sie meine Hand. Und dann liefen ihr die Tränen und mir liefen die Tränen. Das Ereignis liegt fast 30 Jahre zurück. Und da habe ich begriffen, das Kind Gottes kann in uns nie sterben. Einige Tage später habe ich sie beerdigt und ihr wisst das, man hat in Asien nicht so viel Berührungsängste zum Tod. Im offenen Sarg lag sie da, wunderschön anzuschauen. Und ich habe damals schon sinngemäß gepredigt und zum Ausdruck gebracht. Sie waren Buddhisten. Es geht um das Gotteskind in uns. Christus will aus Menschenkindern Gotteskinder machen. Vielleicht bist du, vielleicht sind Sie eine Persönlichkeit, ob Mann oder Frau, wie Klaus Dieter, nur an Kopfschläge gewöhnt. Schlechte Worte. Die ganze Sozialisierung steht unter diesem Druck und dann überträgt man das auch auf fromme Erwartungen und Leistung. Und vielleicht schlägt man sich auch mit Begrenzungen herum. Gestörte Beziehungen, gescheiterte Ehe, eine Diagnose, die Angst macht. Die Frage der Endlichkeit. Aber Kind Gottes zu sein, das ist das Größte. Ihr Lieben, ich möchte uns noch ein paar Gedanken lesen von Gerhard Ebers. Da heißt es, wähle das Leben. Unterwegs stritten sie miteinander, wer der Größte sei. Unterwegs ist Leistung gefordert, Erfolg gefragt. Jesus aber stellte ein Kind in ihre Mitte. Unterwegs bleibt das Kind auf der Strecke, werden Träume verlacht, werden Ideale an den Rand gedrückt. Er aber sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Mit Jesus
stellen wir das Kind wieder in die Mitte und mit dem Kind unsere Zukunft. Ich werde den Appell bewegen, ob ich im Finale meines Lebens als Kind Gottes in die Antarktis gehe. Und wenn ihr dann hört, es gibt einen Klimawandel, dann bin ich verantwortlich, weil ich die Gletscher zum Schmelzen gebracht habe. Durch die göttliche Dynamik aus 1. Johannes Kapitel 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und jetzt kommt es. Das hat ihm nicht gereicht. Und wir sind es auch. Und dann setzt er fort, Kapitel 4. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit 2005, musste ich mit Blaulicht wieder einmal, das war das 34. Mal, meine Frau ins Krankenhaus bringen. Dann hingefahren. Am 5. Oktober haben wir uns gegenseitig die Eheringe abgenommen, weil es um Sterben für meine Frau ging. Dann haben wir noch die letzten Dinge ausgesprochen. Und ich kann bis heute erlöst am Grab stehen. Unsere Sünden sind vergeben. Seht, welch eine Liebe Gottes. Und vom 10. auf 11. Oktober 2005, ich dürfte das nicht erzählen, meine älteste Tochter war dabei, die jetzt in wenigen Tagen 46 Jahre wird. Und meine Frau ist fürchterlich gestorben, schrecklich gestorben. Und in meinem Herzen war so viel Wut, Empörung. Und ich hatte eine Persönlichkeit, die war so unaufgeregt, dass sie mich immer aufgeregt hat. Und wenn ich so laut wurde, und sie war dabei, wir hatten so ein Signal, sie saß immer so hinten, dann hat sie immer so gemacht. Versteht ihr? Ich bin zu laut. Sie hat nie so gemacht, aber so. Und manchmal bin ich erst am späten Nachmittag nach Hause und ich wusste genau, sie war meine beste Zuhörerin. Aber sie hat mir erst ein gutes Essen gegeben und dann das Wort zum Sonntag. Dann war ich, wirklich, das war so, dann war ich vegetativ, ein bisschen runtergeregelt. Und ihr dürft Geschwister und Freunde fragen, so eine Persönlichkeit war sie. Und dann sagte sie, Schatz, du warst wieder so laut. Das hast du doch gelernt. Zu leise überanstrengt, zu laut überanstrengt auch. Das muss doch nicht so sein. Man muss dir doch zuhören können. Und du hast mich nicht angeschaut. Nein, sage ich, Liebling, hätte ich das getan, du hättest meine Salbung unterbrochen. Wie auch immer. Und ich war so im Klagen vor Gott. Und liebes Herz, wisst ihr, was Kinder auch können? Sie können klagen, sie können schreien, sie können weinen. Die nehmen keine Rücksicht auf Umstände. Ich fand das toll. Ich durfte gestern noch ein bisschen Gemeinschaft mit dir und deiner Familie haben, Bruder Geitern. Und euer kleiner Junior, der wird dich noch beschäftigen, sage ich dir. Heieiei, da. Flott. Und nun kam ich ja als Besucher. Er hat sofort die Chance gewittert, 21.05 Uhr. Und er hat wirklich noch, ich habe auf die Uhr geschaut, was du nicht weißt, er hat noch 12 Minuten herausgeschindet zwischen der Ansage von Papa, jetzt aber ins Bett. Kinder sind sowas von kreativ, das ist irre, nicht? Weltweit, die kriegst du nie auf den Punkt ins Bett, vor allem Jungs nicht. Jetzt kommt die Tochter, pflegeleicht. Wirst du sehen, die geht mit dem Buch, mit dem frommen Versprechen, dann sagst du noch, bete für die Familie, mach die Tochter und dann ist sie weg. So. Das ist so, wie ich auch in einem Fragebogen mit euch erarbeitet habe, Dienen und Hingabe der Frau. Ich will dir auch Mut machen und ich bin auch bereit, mit dir zur Klagemauer zu gehen. Sei wie ein Kind, sag, es tut weh, schrei es heraus, sei nicht so fromm, nicht so angepasst, nicht so bürgerlich, leb nicht christlich, sondern Christus. Rede nicht anders, sondern lebe mit Jesus. Das ist entscheidend. Bleib authentisch, verbirg dich nicht,
sonst hast du psychosomatische Probleme von Migräne bis zum Bauchweh. Versteht ihr? Echt bleiben, Kind Gottes sein. Und so habe ich so meine ganze leise Flüstern, meine ganze Spannung rausgerufen. Und mit einmal bäumt sich meine Frau in der Agonie auf und sagt hörbar, Gott ist gut. Und das steht auch auf dem Grabstein. Und seitdem, der ganze Widerstand war gebrochen. Gott ist gut. Das Kind Gottes in dir, egal was in deinem Leben war, ich sage dir, wir haben einen guten Gott. Sehet, welch ein Vater im Himmel hat uns seine Liebe gezeigt. Schwestern, Brüder, das Größte in allem, was uns Gott schenkt und was du bist und was wir sein dürfen, das Größte ist Kind Gottes sein. Ihr lieben Missionarinnen und Missionare mit Familien und auch alleinstehend, die unterwegs seid, ich wünsche euch einen vollmächtigen Dienst, dass aus Menschenkindern in dem Land eurer und deiner Berufung Gotteskinder werden. Und liebe Gemeinde und Missionswerk hier in Altensteig und darüber hinaus, hab Hoffnung, dass aus Menschen Gotteskinder werden und der Geist der Knechtschaft gebrochen wird und dass wir miteinander sagen können, einmal in der Herrlichkeit, aber lieber Vater, ich freue mich auf meinem Vater im Himmel. Amen.